Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Schütze und Aszendent Schütze. Willkommen zu der Woche vom 23. Februar bis 1. März. Liebe Schützen, Mars und Venus werden die gesamte Woche über im Zeichen Widder fortschreiten. Diese sozialen Planeten im Feuerelement werden auch Ihre Motivation und Ihren Mut ansteigen lassen. Insbesondere hinsichtlich neuen Unternehmungen und Erfahrungen werden Sie enthusiastischer sein. Auch Ihr Liebesleben könnte in dieser Phase lebendiger werden. In Ihrem Sozialleben werden Sie motivierter sein und mehr Energie in diesen Bereich investieren. Darüber hinaus befinden Sie sich auch in einer geeigneten Woche, um sich mit Ihren Hobbys und dem Sport zu beschäftigen. Falls Sie diszipliniert eine Sportart langfristig in Ihr Leben integrieren möchten, können Sie damit diese Woche beginnen. Denn die Vereinigung von Mars und Venus sowie dessen positive Wechselwirkungen mit dem Saturn werden dafür sorgen, dass Sie sich disziplinierter mit körperlichen Aktivitäten beschäftigen werden. Der Saturn wird in Ihrem Zeichen fortschreiten. Demnach befinden Sie sich in einer Phase, in der Sie sich dem Leben etwas verantwortungsbewusster und disziplinierter annähern sollten. Die Sonne wird im Zeichen Fische in Ihrem Bereich des Hauses fortschreiten. Deshalb könnten in dieser Phase Bereiche wie Ihr Zuhause und Ihre Familie erleuchtet werden. Allerdings werden die intensiven Wechselwirkungen der Sonne mit dem Saturn in Ihrem Zeichen, die seit Anfang der Woche stattfinden, die Aufmerksamkeit auf Verantwortungen lenken. Einige Verantwortungen, beispielsweise in Verbindung mit Familienmitgliedern, älteren Familienangehörigen, den Eltern oder ganz Ihrem Zuhause, könnten in den Vordergrund treten. Von Zeit zu Zeit könnten Sie sich emotional etwas eingeschränkt, erdrückt und pessimistisch fühlen. Richtung Wochenende wird die Vereinigung von Sonne und Neptun einige Probleme bezüglich Wassersystemen, Geräten oder Werkzeugen, die in Verbindung mit dem Wasser stehen, oder Probleme in Ihrem Bad entstehen. Deshalb sollten Sie etwas darauf achten, meine lieben Schützen. Darüber hinaus werden Sie emotional sehr stark sein und sich deshalb in einer geeigneten Phase befinden, um sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen, etwas zu meditieren oder sich Zeit für künstlerische Tätigkeiten zu nehmen. Denn all diese Aktivitäten werden Sie psychisch sehr entspannen. Sie könnten sich auch mit älteren Familienmitgliedern, Ihren Eltern oder Personen beschäftigen, die Ihre Hilfe benötigen, meine lieben Schützen. Bis zur nächsten Woche.